Perfekt. Perfekt, easy. Ja, und zwar, der Call heißt ja Prepare Yourself for Growth. Ja, das heißt, bereite dich vor auf dieses Wachstum, was du jetzt erleben wirst, was du jetzt erleben wirst in deinem Leben. Und ja, der Call, ich werde nicht der erste Speaker sein, sondern der erste Speaker wird die Person sein, die mein persönlicher Mentor ist. Der erste Speaker wird die Person sein, die mir von Anfang an, von meiner Journey, von meiner Karriere in Anführungszeichen, die mir eigentlich wirklich von A bis Z alles gezeigt hat. Ja, die Person, die, egal was es ist, egal ob ich gerade einen Struggle habe, egal ob ich einen Mental Breakdown, ob mich irgendwer nervt oder ob irgendwas mich nervt, die ist immer für mich da. Ja, und deswegen bin ich einfach dankbar, dass er mit mir diesen Weg geht oder dass ich mit ihm diesen Weg gehen darf. Weil es von Thema Persönlichkeitsentwicklung, von Thema Selbstbewusstsein, von Thema Trading, von Thema Network, egal was, er ist einfach da. Der absolute G ist mittlerweile knapp 4 Jahre am Start. Und das heißt, egal was er sagt, so ich schreibe es in mein Notizbuch auf und ich kann dir einfach nur empfehlen, das Ganze auch aufzuschreiben, weil er ist einfach nicht umsonst an dem Punkt, wo er gerade ist. Und deswegen, Leander, Bro, ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz darauf, dein Schüler zu sein. Und deswegen würde ich sagen, let's go. Was geht ab? Let's go! Danke auf jeden Fall für die netten Worte für ihn. Ja, und ich würde sagen, erstmal ein bisschen Energy hier, Leute. Ich hoffe, alle sind wach. 84 Teilnehmer. Leute, das geht noch besser. Ich weiß, ich bin hier gerade selber, sitze hier im Auto vor dem Bielefeld-Event. Ich weiß, ein Haufen von unserem Team ist gerade in diesem Bielefeld-Event drin und deswegen nicht auf diesen Call. Aber das kriegen wir trotzdem noch besser hin. Ja, deswegen, wenn du jetzt einen im Kopf gerade hast, wo du genau weißt, irgendwie sehe ich den hier gerade nicht auf dem Call. Schick dem den Link zu, schick ihr den Link zu, sag ihr nochmal Bescheid, ja, dass sie auf jeden Fall oder er auf jeden Fall auf den Call hier noch draufkommt. Ja, weil, wie Finn gerade schon gesagt hat, Preparation for Growth. Okay, wer von euch hat Bock auf eine Vorbereitung für brutalen Wachstum, auf eine Vorbereitung für brutales Momentum, auf die Vorbereitung für seinen persönlichen Durchbruch? Ja, Leute, wer von euch hat da Bock drauf? Wer von euch hat da Bock drauf? Let's get it, let's get it, let's get it. Perfekt. Ein, zwei Leute haben auf jeden Fall Bock drauf, merke ich. Sehr nice. Ich habe auf jeden Fall mega Bock auf diese Momentumwelle. Und ich merke auch gerade, dass es kommt, dass es passiert, dass es auf jeden Fall BYOB treffen wird. Die Frage ist im Endeffekt, ob es dich treffen wird, ob du mitnimmst, ob du diese Momentumwelle mitnimmst. Ja, Momentum fängt immer bei dir selber an. Okay, Momentum fängt immer bei dir selber an. Ja, nicht weil ein Teampartner von dir macht, nicht weil du denkst, okay, ich muss mein Team jetzt mit Peitschen schlagen oder sonst was. Nein, Momentum fängt mit deinen eigenen Action Steps an. Ja, ich bin jetzt im Endeffekt auch, ich habe momentan so unglaublich viele To-Dos gleichzeitig. Bin jetzt hier nach Bielefeld gefahren extra zu dem Event, habe Eintritt gezahlt, aber ich war keine einzige Sekunde auf diesem Event. Warum? Weil ich zu viel zu tun habe. Ich sitze hier die ganze Zeit drin mit dem Laptop. Mach den einen Call, mach den nächsten Call. Bin noch da auf dem Call von Chris Teams, von Justins Team. Ja, bereite den Call hier vor. Hab dann nochmal zwischendurch auch nochmal mit Finn noch ein paar Sachen abgesprochen und. Und die drin haben da auch gerade, glaube ich, ein extrem geiles Opportunity-Event, extrem geiles Teamtraining. Aber ich bin eigentlich nur hergekommen, auch um danach vor allem mit unserem Team auch wieder live dabei zu sein, um mit dem Team Zeit zu verbringen, um da wieder im Endeffekt nah am Campfire einfach dran zu sein. Ja, und wie gesagt, die Action, die muss bei dir starten. Und ich habe in letzter Zeit, was ist in letzter Zeit? Ich sag mal, vor ein paar Jahren bin ich schon auf eine Person damals gestoßen, der am Anfang sehr stark mich geprägt hat, am Anfang sehr stark Mentor im Endeffekt für mich war, wo ich jetzt im Endeffekt auch wieder immer wieder hinzugefunden habe und immer wieder mir Informationen von dieser Person geholt habe und mich immer inspirieren lassen habe. Und diese Person ist im Endeffekt eine Person, die im deutschsprachigen Raum, die höchstverdienste Person ist in der Branche Network Marketing. Ja, ist die Person im deutschsprachigen Raum, die am meisten Geld verdient im Network Marketing. Okay? Und er selber, es gibt eine so geile Story von ihm, wie er es überhaupt dahin geschafft hat. Wie hat er es geschafft, an diesen Punkt zu kommen? Wie hat er es geschafft, ein Team, eine Organisation von über 1 Million Kunden und Partnern aufzubauen? Leute. Über 1 Million Kunden und Partner aufzubauen. Okay? Der eine oder andere hat so unseren Vergütungsplan noch so im Kopf, denkt sich, okay, bin ich nicht bei irgendwie 70.000 oder so schon, Chairman 57? Ja, der Typ hat 1 Million
Kunden und Partner. Ich wiederhole es nochmal. Okay? Und es gibt ein ganz großes Geheimnis dahinter. Seine Story ist enorm, enorm, enorm inspirierend. Okay? Weil er war eine Person, ähnlich wie jeder von uns. Ja? Und er hat gemacht und gemacht und gemacht und gemacht. Und die Resultate sind einfach ausgeblieben. Ja? Über 16 Monate hat er gemacht und gemacht und gemacht und gemacht und Gas gegeben und Gas gegeben und Gas gegeben und Gas gegeben. Und die Resultate sind relativ lau gewesen. Wer von euch kennt das? Wer von euch hatte schon mal die Phase, dass er das Gefühl hatte, er tut und tut und tut und tut und die Resultate, die lassen irgendwie auf sich warten. Ja? Safe einige hier. Ja? Safe einige hier. Ja? Wer sich jetzt gerade nicht meldet, der muss auf jeden Fall mal anfangen, was zu machen. Das kann ich euch sagen. Okay? Ja? Das heißt, ja, bei ihm ging es genauso. Bei ihm war das ganz genauso. Und er war im Endeffekt auf einem Event, auf einer Veranstaltung von Eric Worre. Ja, Eric Worre sollte auch jeder von euch im Endeffekt kennen. Das ist im Endeffekt einer der Godfathers von Network Marketing. Er hat das Buch geschrieben, GoPro. Wenn du das Buch nicht kennst, GoPro, schreib es dir auf, bestell es dir, studiere dieses Buch. Ja, GoPro. Ja, Eric Worre veranstaltet jährlich eine Veranstaltung für alle Network Marketing Unternehmen zusammen. Da sind die krassesten Network Marketer weltweit aus allen verschiedensten Companies, die es da draußen gibt. Die treffen sich da, um von den Besten der Besten vor Ort zu lernen. Naja, wer von euch in Barcelona auf unserer Convention da war, geil, krasse Leute da gewesen, ja, aber viele Leute, die da gesprochen haben, hätten da nicht mal eine Stage bekommen, okay? Und das ist das Ding, da im Endeffekt war er. Und auf einmal hat Eric Worre von etwas erzählt, dass man in einem sehr kurzen Zeitraum sein Business komplett ändern kann. Verändern kann. Ich hoffe, man kann mich hören, weil mich gerade Internetverbindung instabil. Ja, einmal Daumen hoch, wenn man mich gut hören kann. Rod, ein bisschen gelaggt. Gelaggt, okay. Dann wiederhole ich das nochmal, dass man in einem sehr kurzen Zeitraum sein Business komplett verändern kann. Ja, und da wurde er im Endeffekt, da hat er im Endeffekt auf einmal genau hingehört. Ja, und er dachte sich, okay, wie kann das denn sein? Ich habe jetzt 16 Monate lang versucht, Gas zu geben. Und er sagt jetzt sogar, innerhalb von 3 Monaten kann sich alles bei dir verändern. 16 Monate, ich habe es versucht. Ich habe Gas gegeben, ich habe getan. Was sollen 3 Monate jetzt irgendwie ausrichten? Ja, was sollen 3 Monate jetzt großartig verändern? Okay? Und dann hat Eric Worre knapp 18 Leute auf die Bühne geholt. 18 Million Dollar Earner. Ja? 18 Leute, die jährlich eine Million verdienen. Und hat diese Leute im Endeffekt gefragt, gab es in deiner Karriere einen spezifischen Zeitpunkt, einen kurzen Zeitpunkt, in dem sich für dich alles verändert hat, ja, wo du komplett all in warst, wo es extrem intensiv war, wo du extrem gerannt bist? Jeder Einzelne hat gesagt, ja, 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 ja. Die Person, von der ich euch eben erzählt habe, der da war, meinte im Endeffekt, okay, krass, jetzt höre ich nochmal genauer hin. Ja? Da standen also 18 Einkommensmillionäre und alle haben gesagt, innerhalb von einem kurzen Zeitraum, innerhalb von 90 Tagen, hat sich deren Business extrem verändert. Also dachte er sich, okay, ich bin offen für die Informationen, gib her, ja? Weil wenn es bei den Leuten geklappt hat, ich will es auf jeden Fall versuchen. Und dann hat Eric Worre die Leute noch weiter befragt und hat gefragt, was würdet ihr sagen, wie viel Prozent eures heutigen Business, eurer heutigen Organisation habt ihr zu verdanken aufgrund dieses Runs, aufgrund dieser 90 Tage, wo ihr mal Gas gegeben habt. Wie viel Prozent eurer heutigen Resultate kommen daher? Da ist das Mikrofon mit. Die erste Person sagt 70%. Die nächste Person sagt 90%. Die nächste Person sagt 60%. 75%. Einer hat gesagt 30%. Einer 50%. Einer meinte alles. Ja? Und da dachte sich Daniel, okay, irgendwas muss da verdammt nochmal dran sein. Irgendwas muss da dran sein. Ja? Was ist jetzt genau damit gemeint? Okay? Das war der Moment, wo er in den Lippen klebt. Ja? Eric Worre drehte sich zu dem Publikum um und fragte sie einfach mal ganz ehrlich, frage jetzt auch an euch, einfach schieb's mal in den Chat gleich rein. Hast du jemals in diesem Business 100% gegeben. Hast du jemals 100% gegeben? Ja? Er hat auch nochmal gesagt, ganz wichtig, der Unterschied zwischen 99%
Und 100% sind nicht 1%, sondern es sind 100%, die fehlen. Ja? Es ist ein riesiger, 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 riesiger Unterschied. Okay? 100% ist wirklich dieses All-in or Nothing. 100% heißt es, alle Ablenkungen beiseite zu lassen. Ja? Voller Fokus auf die eine Sache. Und Eric Worre meinte dann, damit du weißt, was wirklich auch Fulltime ist, was wirklich All-in ist, was wirklich 100% ist, für eine Person, die das Ganze Fulltime macht, heißt es, von 8 Uhr bis 24 Uhr Gas zu geben. 16 Stunden. Ja? Straighter Business Aufbau. Ja? Für die Leute, die normal arbeiten gehen, die 8 Stunden arbeiten gehen, nach der Arbeit 8 Stunden in ihrem Business aufbauen. Das ist ein All-In. Nach dem Vollzeitjob, in ihrem Nebenjob, noch einen Vollzeitjob zu machen. Das ist All-In. Ja? Das ist All-In. Kurz nach Hause zu kommen, kurz Mama, Papa, Hallo zu sagen, ja, vielleicht ganz kurz, zack, 2 Löffel essen und dann sich hinzusetzen. Ja? Wenn man eine Frau hat, kurz halt zur Frau gehen, hi, Schatz, so, ich bin im Büro. Fertig, zack, und rüber. Ja? Daniel war mit einem Partner da und hat ihn dann im Endeffekt angeschaut und fragte ihn, wie wichtig ist dir das Business von 1 bis 10? Ja, Frage jetzt auch an euch. Wie wichtig ist euch dieses Business von 1 bis 10? Der Partner von Daniel Fire meinte 12. Ja, alles, everything. Ja, das Business, das bringt mich zu meinen Träumen und Zielen. Das Business gibt mir all das, was ich haben will. Das Business ist mir das Allerwichtigste. Daniel meinte, bei ihm auch. Dann fragte er ihn, hast du wirklich schon mal 100% gegeben? Und er meinte, nein, ich habe bestimmt schon mal 90% gegeben. Vielleicht auch 95. Aber die 100, genauso wie ihr es gerade gesagt habt, noch nie. Ja, deswegen 100% heißt es nicht, auswärts essen zu gehen. Kein Netflix. Ja? Daniel geht sogar so weit, dass er sagt, 100% sind keine privaten Konversationen führen, die mehrere Minuten brauchen und nicht zielführend sind und dir keinen Mehrwert geben für dein Business. Ja, 100% Auge auf den Spielball. 100% Fokus. 100% Vollgas. Okay? Und Daniel und sein Partner haben das noch nie gemacht und dachten sich, crazy. Ja? Wenn unser Business so wichtig ist, warum machen wir das nicht nur einmal? Wir probieren es einfach mal aus. Einmal 90 Tage lang all in zu gehen. Ja? Wenn mir mein Business doch so wichtig ist, einmal 90 Tage wirklich all in zu gehen. Wirklich alle Ablenkungen an die Seite zu schieben. Okay? Und wichtig zu wissen, es ist im Endeffekt jetzt auch so, wir werden euch in Zukunft darauf vorbereiten. Die Leute, die wollen, ich erwarte es von niemandem. Ich erwarte von niemandem, das zu machen. Ich erwarte von niemandem, mitzurennen. Ja? Jeder, es ist euer eigenes Business. Ja? Es ist euer eigenes Business. Jeder hat seine eigene Entscheidung. Ich erwarte es von niemandem. Von keinem einzigen. Und ihr könnt es genauso wenig von irgendwen erwarten. Ja? Wichtig ist zu verstehen. Okay? Der Punkt ist, ich weiß ganz genau, dass die Leute, die mitrennen, genau das schaffen werden. Und ich gehe jetzt noch ein bisschen weiter auf ein. Ja, wir werden euch, wie gesagt, in den nächsten Wochen darauf vorbereiten, weil um so einen Run zu machen, braucht man die Vorbereitung. Du kannst nicht von jetzt auf gleich 100% gehen, funktioniert nicht. Ja, du brauchst Vorbereitung. Und das ist das, was wir in den nächsten Wochen mit euch angehen, bevor wir dann in diesen Run reingehen mit jedem, der wirklich sagt, ich bin ready. Ich stehe wirklich dazu, zu dieser 10, 11, 12, 120, was auch immer ich gerade in den Chat geschrieben habe. Und ich bin bereit, auch wirklich alles zu geben. Ich bin bereit, einen gewissen Zeitraum alles zu geben. Und das ist auch wichtig. Dieser Zeitraum ist überschaubar. Es ist nicht 5 Jahre lang, 3 Jahre lang, all in, was man auch immer hört, ja, 3 Jahre lang arbeiten, keiner will, um dann leben zu können, wie keiner kann. Es ist 90 Tage. Ja, 90 Tage. Und wenn die Einkommensmillionäre in dieser Industrie sagen, dass es teilweise 70, 80, 90, teilweise 100% deren aktuellen Erfolg ausgemacht haben, dann bin ich definitiv bereit, diese 90 Tage einfach mal komplett Gas zu geben. Einfach mal komplett all in zu gehen. Ja? Und bei Daniel war es im Endeffekt genauso. Er hatte einfach keinen Bock mehr. Ja, ich weiß, wie es euch geht. Aber ich habe es auch
schon so sehr oft gehabt. Ich habe es immer wieder gehabt. Ich habe einfach keinen Bock mehr gehabt auf meine aktuelle Situation. Keinen Bock mehr gehabt, da einfach stecken zu bleiben, wo ich gerade bin. Keinen Bock mehr gehabt auf das, wo ich gerade bin. Sondern ich will weiter. Ich will weiter. Ich will auch, jeder von uns ist ungeduldig, glaube ich. In einer gewissen Art und Weise. Ich hoffe im Trading natürlich nicht. Ja. So. Aber jeder von uns ungeduldig. In einer gewissen Art und Weise. Okay? Und 90-Day-Run ist compressing timeframes. Ja? In 90 Tagen kannst du schaffen, was andere nicht in Jahren kreieren. Ja? Du kannst, wenn du richtig Gas gibst, ich erkläre euch gleich auch ein paar Punkte, wie man was machen kann. Ja? Dann kannst du in einem Tag mehr machen als manche Menschen in ein paar Wochen. Dann kannst du in ein paar Tagen mehr machen als manche Menschen in ein paar Monaten. Da kannst du in dem 90-Day-One machen mehr als manche in ein paar Jahren. Ja? Und wer von euch hat Bock, einfach mal dieses Business 1-2 Jahre nach vorne zu ziehen? Ja, seine Erfolge, die sonst erst in 1-2 Jahren auftreten würden, einfach mal nach vorne zu ziehen. Wer von euch Bock, dass genau das bei Ihnen eintritt? Let's run. Let's freaking run. Ja, jetzt ist, wie gesagt, die Nummer 1-Frage, okay, wie mache ich das? Was mache ich da ganz genau? Ja, was muss ich machen? Und wichtig zu verstehen ist, es gibt ein paar Grundregeln. Ja, es gibt ein paar Grundregeln. Eric Worre hat damals auf der Bühne die erste Grundregel genannt. Ganz simpel, ganz einfach, 100% geben. Schreib es dir auf. Grundregel Nummer 1, 100% geben. Aber sei dir bewusst, das ist keine einmalige Entscheidung. Ja? Sei dir bewusst, das ist keine einmalige Entscheidung. Auch jetzt zum Beispiel während dieses Calls hier, werdet ihr gemerkt haben, zwischendurch ist meine Energie kurz weniger, dann geht sie wieder hoch. Dann werde ich wieder lauter. Dann kommt wieder Energie raus. Warum? Weil ich mich daran erinnere, weil ich gerade merke, scheiße, sorry für die Ausdrucksweise, ich gebe gerade keine 100%. Reminde mich selber und komm wieder hoch, hau die Energie wieder raus und sag wieder, jetzt wieder 100%. Okay? Das heißt, du brauchst auch einen Reminder, dass du 100% gibst. Daniel Feuer hat es damals genauso gemacht. Er hat sich einfach einen Zettel auf den Tisch gelegt, ja, auf seinen Schreibtisch. Ich bin immer so ein Freund, ich klebe mir sowas überall hin, in die ganze Wohnung, damit ich überall erinnert werde. Und zwar mit der Frage, gibst du gerade 100%? Ja? Gibst du gerade 100%? Ich kann euch noch genau sagen, einer meiner Durchbrüche, wo ich auf einmal einen Run auch hatte, war, als ich fast das ähnliche Prinzip gemacht habe. Ich hatte ein Problem, aus meiner Komfortzone rauszukommen, bin ich euch ehrlich. Ja, ich glaube, wir haben alle immer wieder Probleme, eine gewisse Komfortzone zu überschreiten. Und da hat Richard mir damals einen guten Satz gesagt. Und zwar, er hat mir dann tief in die Augen geguckt und hat gesagt, Leander, ist dir deine Komfortzone wirklich wichtiger als deine Träume und Ziele? Und das hat mich so gehittet, dass ich diesen Satz 6-7 Mal auf so einem großen DIN A4-Blatt aufgeschrieben habe und überall in meiner Wohnung verteilt habe. Und das war der Zeitpunkt, wo ich auf einmal kaum noch geschlafen habe, wo ich auf einmal kaum noch irgendwie auf der Couch saß, wo ich auf einmal gefühlt kaum noch gegessen habe, weil ich mich so unwohl gefühlt habe, immer wenn ich das gelesen habe und dachte mir so, nein, du kannst jetzt nicht chillen, nein, du kannst dich jetzt nicht ausruhen, nein, das ist dir nicht wichtiger. Mein Kopf hat die ganze Zeit gesagt, nein, meine Komfortzone ist dir nicht wichtiger. Ja, und genauso hat Daniel Feuer das mit der Frage gemacht, gibst du gerade wirklich 100%? Ja, gib dir diese Reminder immer wieder, immer wieder, immer wieder, okay? Dann, wichtig zu wissen, ist, dass du wirklich, ja, immer wieder diesen Reminder hast. Vielleicht hast du auch sogar einen Hustle-Buddy, ja, der mit dir zusammenrennt, wo ihr euch gegenseitig immer diesen Reminder gebt, ja? Es ist wie im Gym. Ich war früher ein kompletter Fitness-Junkie. Und es ist wie im Gym. Ja, wenn du bist alleine im Gym und du denkst, es ist schwer, ja, du gibst gerade alles, hast aber deinen Gym-Buddy dabei, der schmeißt dir einfach noch was drauf und sagt, komm, du mach mehr. Ja? Und dann machst du mehr und dann gibst du mehr und dann kommt noch mehr raus. Okay? Deswegen auch da, 90-Day-One-Buddy ist auf jeden Fall vom Vorteil. Ja? Und wenn ihr vielleicht keinen habt, kommt gerne auf mich zu. Entweder ich connecte euch mit einem oder ich bin euer 90-Day-One-Buddy. Ich bin gerne von jedem der 90-Day-One-Buddy. Okay? Gerne, habe ich gar kein Problem mit. So, und 100%, was bedeutet nochmal 100%? Wir müssen da noch ein bisschen tiefer reingehen. Ja? Jeder von euch kennt das zum Beispiel, wenn man mit Interessenten am Schreiben ist, wenn man den Sprachnachrichten schickt. Frage an dich, waren deine letzten 10 Sprachnachrichten an deine Interessenten,
Hast du da 100% gegeben? Hast du da 100% gegeben? Ja? Ich glaube, bei den wenigsten ist das der Fall. Bei den wenigsten wird es der Fall sein, ja? Ich meine jetzt nicht, dass die komplett bescheuert werden und komplett ausrastet oder sonst was, ja? Sondern wirklich 100% Fokus, Konzentration, schon eine gewisse Powerarbeit da reingeben, ja? Ist schon manchmal nah an bescheuert, ich weiß. Ja? Aber eine gewisse Power einfach da reingeben, dass die Leute wirklich merken, wow, da ist was hinter. Der Typ oder dieses Mädel, diese Lady, die sind inspiriert, ja? Die haben Power, die haben Passion. Das, was die machen, das ist deren Leidenschaft. Hört man das in jeder einzelnen Sprachnachricht von dir raus? Das ist die Frage. Das musst du nämlich erzählen. Das sind 100%. Okay? Und darum ist es wichtig, ich empfehle mal jeden, bei Sprachnachrichten und sowas, wenn man sowas macht, liegt nicht auf der Couch, liegt nicht im Bett rum, sitzt nicht irgendwo rum, ja, steh auf. Es ist extrem schwierig. Es ist extrem schwierig, Energie im Sitzen oder Liegen zu produzieren. Richtig auf eine hohe Frequenz im Sitzen oder Liegen zu kommen. Ja? Ich habe im Endeffekt, ich bin so on fire die letzten Tage schon. Deswegen kriege ich sogar Energie aus diesem Autositz raus, wo ich jetzt schon keine Ahnung wie viele Stunden sitze, Rückenschmerzen habe. Aber scheißegal. Ja? Aber scheißegal. Ja? Ihr werdet merken, wenn ihr wirklich diese Sprachnachricht mit Energie, mit Fokus, mit Power, mit Liebe, mit Passion, mit allem reinmacht, dann werdet ihr nach ein paar Sprachnachrichten, werdet ihr denken, puh, das war anstrengend. Ja? Dann werdet ihr merken, wenn ihr auf einmal mehrere Sprachnachrichten rausschickt und mehrere und mehrere und mehrere, werdet ihr merken, puh, ich glaube, ich muss mein T-Shirt wechseln. Ja? Weil da so viel Power drin ist, weil da so viel Energie drin ist. Okay? Genauso war es im Endeffekt auch bei Daniel Fire. Als er seinen ersten Tag hatte, ja, und sich committed hat, wirklich mal einen 16-Stunden-Tag zu machen, ja, einen 16-Stunden voll fokussierten Tag. No joke, die wenigsten Menschen, die ich kenne, haben wirklich überhaupt mal in ihrem Leben einen 16-Stunden voll fokussierten Tag gemacht. Ja? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Ich bin euch ehrlich, ich habe noch nie bis jetzt einen 16 Stunden voll fokussierten Tag gemacht, wo ich wirklich sagen kann, 16 Stunden voll fokussiert. Und jetzt stellt euch das mal vor, 90 Tage lang. Die Leute, die das gemacht haben, die das geschafft haben, das sind Leute, deren Namen in den Geschichtsbüchern stehen. Das sind Leute, die nicht nur für sich Vermögen, Wohlstand aufgebaut haben, sondern für Generationen. Ja? Wegen diesem Zeitraum. Wegen diesem Zeitraum. 90 Tage, 16 Stunden. Ja? Und jetzt der Punkt. Jetzt der Punkt. Du kannst dich vorbereiten, diese 100% zu geben. Weil Richard hat mir auch damals gesagt, Erfolg ist so einfach. Es ist so einfach, wenn wir keine Ablenkung hätten. Erfolg ist so einfach, wenn wir keine Ablenkung hätten. Schreib dir das auf. Ja, weil ohne Ablenkung wären wir ja voll fokussiert. Ohne Ablenkung könnten wir ja 100% reingehen. Und das jeden einzelnen Tag. Das heißt, wir müssen, um diesen 90-Day-Run zu machen, müssen wir im Voraus unsere Ablenkung beiseite schaffen. Ja? Erfolg ist so einfach, wenn es keine Ablenkung gäbe. Ja? Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Ablenkung an die Seite packen. Ja, Daniel hat sogar damals, er hat heutzutage, ich glaube, fast niemand lässt mehr sein Telefon so lange klingeln bis zum Anrufbeantworter, aber er hat damals selbst seinen Anrufbeantworter besprochen und hat darauf gesagt, hi, du, ich bin gerade in einem Run in meinem Business. Ja, ich gebe gerade 100% jeden einzelnen Tag. Geht es um das Business, dann melde ich mich in ein paar Minuten zurück. Wenn es um was anderes geht, dann hören wir uns im August. Das war sein Anrufbeantworter. Ja, das war sein Anrufbeantworter. All in. Direkt einkommuniziert. Geht's ums Business? Ich bin da. Geht's nicht um Business? Im August bin ich wieder für dich da. Und auch da, er hat seiner Familie gesagt, seinen Freunden gesagt, Leute, ich brauche für die nächsten 90 Tage extremen Support von euch. Ich brauche totale Unterstützung von euch. Und zwar komplette Unterstützung darin, nicht zu vergessen und nicht zu denken,
dass ich durchdrehe, nicht zu denken, dass ich euch nicht mehr lieb habe, ja, nicht zu denken, dass ihr mir nicht wichtig seid, aber ich bin in 90 Tagen an einem Projekt dran, was mir enorm wichtig ist, womit ich jetzt in 90 Tagen alles verändern kann. Und darum werde ich mich in 90 Tagen wieder bei dir melden. Ja? Darum werden wir in 90 Tagen wieder zusammen ins Kino gehen. Darum werden wir in 90 Tagen wieder zusammen frühstücken. Mama, in 90 Tagen werden wir wieder zusammen Kuchen essen gehen. Ja? Aber in dem Zeitraum brauche ich deinen Support. Vergiss nicht, dass ich dich gern habe. Vergiss nicht, dass ich dein Freund bin. Vergiss nicht, Mama, Papa, Freund, Freunde, dass ich liebe. Aber diese 90 Tage brauche ich diesen Support, weil das enorm wichtig wird für mein komplettes zukünftiges Leben. Kann ich auf dich zählen. Ja? Das heißt, auch dein Umfeld darauf vorzubereiten, weil genau das sind die Leute, die irgendwann reinplatzen und die dann, wo es dann zerrt, wo wir abgelenkt sind. Ja? Und das direkt schon beiseite. Direkt schon beiseite schieben und genau das sagen. Wie gesagt, mach den klar. Es ist nicht, weil ich dich nicht mehr mag oder sonst was, sondern es ist einfach eine fokussierte Phase, die ich jetzt gerade in meinem Leben habe. Danach gehen wir gerne wieder ins Kino, danach machen wir gerne dies und das und jenes. Aber 90 Tage, gib mir diese 90 Tage Zeit, voller Fokus. Supportest du mich? Ja, das Witzige ist, ihr fragt nach Support und der Support besteht darin, euch einfach nicht auf den Sack zu gehen. Ja, der Support besteht darin, einfach euch eigentlich nicht zu supporten, einfach nichts zu machen. Ja? Und das heißt auch so als Beispiel, so seht es einfach so, als ob ihr irgendwie 90 Tage gerade auf irgendeiner Fernabinsel seid, wo ihr einfach kein Netz und nichts habt. Ja? Nach 90 Tagen bin ich wieder da, alles ist gut, wir können wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen machen, aber ich bin 90 Tage auf, keine Ahnung, einer Bohrinsel oder so. Ja? Bin einfach weg. Okay? Und Punkt Nummer zwei jetzt, Grundregel Nummer zwei ist produktive Tätigkeiten only. Ja, Punkt Nummer eins war 100%, gebe 100%. Punkt Nummer zwei ist produktive Tätigkeiten only. Ja, Daniel Feuer hat auch den Erfolg kreiert. Ich erzähle gleich am Ende ein bisschen, was er in 90 Tagen gemacht hat. Ja, er hat den Erfolg kreiert, genau aus diesem Grund, weil er auch knallhart in diesen 90 Tagen war. Es ist so das Ding, für den einen oder anderen mag sich das vielleicht hart anhören. Aber denk dran, es sind nur 90 Tage. Es sind nur 3 Monate. Ja? Es ist so ein kurzer Zeitraum von deinem Leben, was so einen großen Impact schaffen kann. Ja? So ein kurzer Zeitpunkt vom Leben, der so einen großen Impact schaffen kann. Das heißt, er hat wirklich gesagt, produktive Tätigkeiten only. Ja? Was dir nicht jetzt oder in Zukunft mehr Volumen oder Umsatz bringt, schieb es nach hinten. Ja? Ganz straight raus. Was dir jetzt nicht mehr Volumen oder Umsatz bringt, verschieb es nach hinten. Ja? Es wird dir nicht wegrennen. Du kannst es in 90 Tagen noch genauso machen. Es wird noch genauso viel Spaß machen. Vielleicht sogar noch mehr Spaß machen. Vielleicht kannst du es dann sogar noch besser und intensiver genießen. Ja? Aber wenn es dir jetzt gerade kein Volumen, kein Umsatz schafft, verschieb es nach hinten. Er geht sogar so weit, dass er sagt, Personal Development, Bücher lesen, keine Zeit dafür gehabt. Ja, keine Zeit dafür gehabt. Okay, es geht nur um 3 Monate. Ich sage niemandem, hört auf, Bücher zu lesen und arbeitet noch. Nein, auf gar keinen Fall. Personal Development, extrem wichtiger Aspekt für großen Erfolg, ja, für sehr großen Erfolg, extrem wichtiger Aspekt. Aber in dem Zeitraum, er hat auch gesagt, er hat so gehustelt, so Gas gegeben, das hätte er auch nur ein Buch aufgeschlagen, dann wäre er beim 4. Buchstaben beim Lesen eingeschlafen. Ja, weil er so im Grind drin war, weil er so im Hustle drin war, ja, weil er wirklich 100% gegeben hat, okay? Das ist auch in diesem Zeitraum, ist nicht der Zeitraum, um neue Visitenkarten zu designen oder so. Das kann man noch in 3 Monaten machen oder das solltet ihr vielleicht vorher machen, ja, euch irgendwelche Visitenkarten erstellen. Das ist keine MMA, das ist keine Money-Making-Activity, ja. Das ist nichts, was euch jetzt in Zukunft wirklich direkt jetzt genau weiterbringt. Das heißt, in diesen 3 Monaten wollen wir uns wirklich auf diese Money-Making-Activities konzentrieren. Auf alles, was uns wirklich jetzt genau weiterbringt. So, dann wichtig, Instagram und Facebook und Snapchat und TikTok scrollen. Leute, macht man sowas in den 90 Tagen, ja oder nein? Ja oder nein? Nein!
Der einzige Grund, warum man auf Social Media geht, ist, weil man das geplant hat, einen geplanten Beitrag postet, vielleicht eine geplante Story postet oder Akquise betreibt, ja, Nachrichten verschickt, ja, neue Kontakte aufbaut. Aber man ist nicht da, um rumzuscrollen. Man ist nicht da, um irgendwie da, sich darin zu verlieren. Okay? Nicht ablenken lassen. Schreib dir das nochmal dick und fett auf. Nicht ablenken lassen. Erfolg ist so einfach, wenn wir uns einfach nicht ablenken lassen. Okay? Das heißt, allein schon mal mit den beiden Punkten, die ich euch jetzt genannt habe, wird es extrem intensiv. Ja? Mit den beiden Punkten wird es extrem intensiv. Ihr werdet extrem intensiv arbeiten können, extrem fokussiert dran sein. Aber jetzt braucht man noch einen Plan. Ja? Jetzt braucht man noch einen Plan, weil jeder denkt sich, okay, gut, ich bin bereit, ich würde es machen, ja? Aber dann sitzt ihr da und denkt sich so, okay, 16 Stunden oder 8 Stunden Zeit, was mache ich denn den ganzen Tag? Ja? Was soll ich denn den ganzen Tag machen? Und da ist auch der Punkt. Man sagt normalerweise, ein Professional fügt, ja, wer GoPro gelesen hat, ein Professional fügt 2 neue Kontakte jeden Tag auf seine Kontaktliste. Ja? Und im Endeffekt, wir wollen einen riesen Run machen. Wir wollen Zeit komprimieren. Ja? Wir wollen Jahre in Monate verwandeln. Okay? Das heißt, 2 Leute, Fehlanzeige. Und wir wollen auch nicht damit rechnen, dass unser Team irgendwas macht, sondern wir gucken nur auf uns. Wir konzentrieren uns auf das, was wir kontrollieren können. Und das sind nur wir selber. Frage an euch, könnt ihr eure eigene Arbeit kontrollieren, Leute? Könnt ihr eure eigene Arbeit kontrollieren? Das, was ihr tagtäglich macht, könnt ihr das kontrollieren? Wer kann das kontrollieren? Jeder Einzelne von euch kann es kontrollieren, zu 100%. Das heißt, Daniel hat gesagt, okay, er hat mal ein bisschen rumgerechnet, hat überlegt, ich möchte jeden Tag 10 Leute einladen, sich das Business anzuschauen. Ja? Ich möchte jeden einzelnen Tag, ich habe 8 Stunden Zeit, das Minimum, bis 16 Stunden Zeit, 10 Leuten, die einfach dazu einzuladen, sich das Business anzuschauen. Ja? Es geht um die Einladung. Mehr nicht. Okay? Es geht um die Einladung. Mehr nicht. Es geht nicht darum, 10 neue Leute zu starten, ja, oder sonst was. Es geht um die Einladung. 10 neue Leute einzuladen, sich das Business anzuschauen. Okay? Jeden einzelnen Tag. Wer von euch würde sagen, dass ihr innerhalb von 8 Stunden an einem Tag es hinbekommt, vielleicht auch 16, der eine oder andere, es hinbekommt, 10 Leute einzuladen, sich das Business anzuschauen. Ja? Jeder kriegt das hin. Safe, 200%. Okay? Und jetzt überlegt euch mal, ihr macht das 90 Tage lang. Und bei einer Quote von 1 zu 10, ja, von den 10 Leuten, die im Endeffekt ihr einladen, die sich das angucken, ja, startet eine Person nur. Eine von 10. Wer weiß, es wäre es gute Mathe. Wie viele Leute habt ihr in 90 Tagen gestartet? 90 Personals in 90 Tagen. Verdammte. Leute, damit seid ihr eine Legende. Ja, wenn ihr 90 First Lines, 90 Personals aufbaut, innerhalb von 90 Tagen, ist einfach ein P2000. Ja, es ist ein P2000. Und wenn ihr noch den einen oder anderen inspiriert, ja, oder eine andere wird inspiriert dadurch, was ihr macht, ja, Massive Action macht, und zieht vielleicht noch ein bisschen mit. Leute, glaubt mir, nach den 90 Tagen muss man nicht mehr arbeiten gehen. Ja? Nach den 90 Tagen habt ihr das Riesenfundament für euer Business geschafft. Ja? Im Endeffekt, ich persönlich habe sehr lange gebraucht, um meine Wege zu finden. Ich habe sehr lange gebraucht, um Gameplans zu bekommen, um so ein Leadership zu bekommen, was wir mittlerweile haben, um die Unterstützung zu bekommen, was wir jetzt im Endeffekt alles haben. Und ich habe sehr lange gebraucht, um mich zu finden. Deswegen hat es mich lange gebraucht bis zu einem P2000. Aber ich habe schon Menschen gesehen, die haben auch ein P2000 innerhalb von ein paar Wochen gemacht. Daher weiß ich, dass es möglich ist. Okay? Und deswegen in 90 Tagen, 90 Personals, das ist der absolute Game Changer. Und ihr habt alle gerade gesagt,
ihr habt alle gerade gesagt, 10 Leute am Tag einladen, mit 8 Stunden Zeit, die jeder Einzelne hat, ist definitiv möglich. Und das ist das Resultat, was da rauskommt. Wenn du es konstant 90 Tage lang machst, okay? Und mit Einladung ist einfach nur sowas gemeint, wie, hey, ich habe gerade etwas gestartet, wo ich extrem viel Potenzial sehe. Ja, du stehst bei mir ganz oben auf der Liste, weil du eine Person bist, die, ehrliches Kompliment, ja? Weil du eine Person bist, auf die ich mich immer verlassen konnte, weil du eine Person bist, die schon immer extrem eingeschätzt hat, die wirklich es weit bringen wird, weil du eine Person bist, die sehr viel Einfluss einfach auf Menschen hast, weil du eine Person bist, wo auch ich immer zu aufgeschaut habe, weil du eine Person bist, die einfach, mit der ich einfach gerne in Zukunft mehr zusammenarbeiten würde, ja? Was auch immer du sagst, das heißt ein ehrliches Kompliment. Und ich denke, du und ich können zusammen das Ganze komplett auseinandernehmen. Aber nur, wenn du Bock drauf hast. Ja? Aber nur, wenn du Bock drauf hast. Daher meine Frage, wenn ich dir ein paar Informationen zuschicken würde, würdest du sie dir anschauen? Wenn du das mit Energie, mit Power, mit Leidenschaft, mit Passion, mit 100% Fokus raushaust, Frage, wer sagt dann nein? Niemand. Ja, vielleicht einer aus 100. Okay? Aber da sagen alle, ja, okay, ich gucke mir die Informationen an, schick's mir zu. Fertig. Und boom, könnt ihr ein Video rausschicken von der Präsentation. Ja? Oder boom, könnt ihr die einladen auf ein Event. Boom, könnt ihr die einladen auf ein Opportunity-Event, ein Zoom-Call. So einfach geht das. Ja? Und jetzt ist der Punkt, das heißt, 10 Leute am Tag. Wir können Vorarbeit leisten, wir können uns vorbereiten. Ja? Auch bei Daniel war es so, er hat diese Vorstellung gemacht, das will ich machen. Und auf einmal dachte er sich, uff, das sind ja 900 Leute. Woher bekomme ich jetzt 900 Kontakte? Und was er dann gemacht hat, ist ganz simpel. Er ist auf Excel gegangen, er hat 1, 2, 3 hingeschrieben. Und er hat diese 1, 2, 3 hat er runtergezogen bis auf 900. Er hat sich hingesetzt und hat angefangen zu schreiben. Ja, und hat angefangen zu schreiben. Wen er kennt. Alle Namen runtergeschrieben. Komplett Kontaktliste im Handy durch. Komplett auf Instagram alles durch. Wen folge ich? Wer folgt mir? Wer liked meine Bilder, die ich irgendwo aus irgendwelchen Ecken kenne? Ja, auf Facebook, wer Facebook hat. Mit welchen Freunden bin ich befreundet? Welche Freunde, Freundes? Ja. Alle angefangen runterzuschreiben. Auf Snapchat hat er jetzt nicht gemacht, aber können wir machen, ja. Genau da, die Kontakte ist genauso durchschauen. Ja, wer noch TikTok hat und da vielleicht auch noch irgendwelche Kontakte hat, die woanders nicht hat, runterschreiben. Anfangen runterzuschreiben. Danach zu überlegen, wen kenne ich, den der kennt oder sie kennt, ja. Wer war immer mit dem oder ihr unterwegs? Und zack, 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 ihr werdet sehen, wie schnell ihr auf einmal anfangt, Namen runterzuschreiben und wie schnell es sich anfängt zu füllen. Ja, und dann geht es noch um den Punkt des Einladens. Dann geht es nur noch um den Punkt des Einladens. Das ist alles. Ja, und das ist unser Worst-Case-Plan. Unser Worst-Case-Plan ist, dass wir das im Endeffekt alles alleine machen. Unser Worst-Case-Plan ist, dass wir diese 900 Leute komplett alleine anschreiben, einladen, Sprachnachrichten schicken, was auch immer, denen das Business präsentieren, Business zeigen, Videos rausschicken, auf Events einladen und dieses Resultat haben. Das ist unser Worst-Case-Szenario. Wenn wir das durchziehen, weil das können wir kontrollieren. Jeder von euch kann das zu 100%. Jeder von euch kann das zu 100%. Du kannst es kontrollieren. Ja? Du kannst es kontrollieren. Und ich kann euch jetzt nochmal sagen, wie gesagt, diese 90 Tage, die werden nicht einfach sein. Ja, es wird nicht einfach sein. Du wirst, Daniel meinte auch, wie ich eben schon gesagt habe, am ersten Tag, ist um 8 Uhr aufgestanden, hat angefangen, Sprachnachrichten rauszuschicken an seine Kontakte, mit Energie, mit Fokus, hat die Leute angefangen zu kontaktieren, hat ein paar Leute angerufen. Um 11.30 Uhr war der komplett kaputt. Ja, um 11.30 Uhr war er schon komplett kaputt. Und dachte ich so, puh, shit, was soll ich machen? Egal, weiter, hat weitergemacht, nach weiteren Kontakten geguckt, weiter Leute angeschrieben, weiter kontaktiert, hat einen Teamcall gemacht, ja, und so weiter. Und auf einmal war es 16 Uhr. Und er so, okay, das war hart.
guckt auf die Uhr, 16 Uhr. 8 Stunden habe ich noch. 8 Stunden von diesem Tag habe ich noch. Hat an diesem einen Tag safe schon mehr gemacht, als, wie gesagt, manche Leute gefühlt in Wochen, teilweise Monaten machen. Ja? Und das ist der Grund, warum Daniel Fire nicht in 90 Tagen, sondern in knapp, ich meine, es waren 43 oder 45 Tagen von dem Einkommen, von gerade knapp schwankend Höchsteinkommen, war bei denen 5.000 Euro, in 43 Tagen auf 100.000 gekommen ist. In 43 Tagen. Ja? Nicht in 90, in 43 Tagen. Er hat sein Ziel, was er im Endeffekt hatte für 90 Tage, in 43 Tagen erreicht. Und Leute, es ist so unglaublich viel möglich. Mit 100%igem Fokus. Mit einer All-In-Mentality. Ja, wenn ihr die Ablenkung beiseite schiebt und einfach durchzieht. Immer wieder diese zwei Fragen stellen. Gebe ich gerade 100%? Und ich weiß, man wird immer wieder getriggert. Und ich weiß, man ist immer wieder müde. Deswegen finde ich die zweite Frage, die ich euch mitgegeben habe, auch extrem wichtig. Ist dir deine Komfortzone wirklich wichtiger als deine Träume und Ziele? Ja? Die zwei Fragen, hängen sie dir auf, schreib sie dir hin, überall in deine Wohnung, überall in dein Zimmer, ja, dass du immer wieder genau diesen Reminder hast. Okay? Und wie gesagt, in den nächsten Wochen werden wir euch noch viel mehr darauf vorbereiten, noch mehr genau diese Steps geben, aber was ihr auf jeden Fall schon machen könnt, ist jetzt schon mal anzufangen, ja, wir werden noch das genaue Datum von dem 90 Day One announcen, wo wir alle zusammen, oder wer mitrennen möchte, wie gesagt, nur wer will, wo wir gemeinsam rennen werden, aber bereite dich jetzt schon mal vor. Du kannst jetzt auch schon ein Umfeld geben, es wird in nächster Zeit ein Zeitpunkt kommen, da werde ich rennen, da werde ich nicht mehr so viel Zeit haben, da können wir nicht ins Kino gehen, ja, da werde ich keinen Kuchen mit dir essen, okay? Nach den 90 Tagen gerne, aber bald wird es einen Zeitraum geben, da bin ich all in, ja? Wenn du Bock hast, mitzurennen, bist du herzlich eingeladen, ansonsten sehen wir uns nach den 90 Tagen, ja, okay, und ich möchte jetzt nochmal das Wort übergeben, weil es ist eine Person, die mich immer wieder inspiriert hat, die mich immer daran erinnert hat, Lerner, du bist nicht an deinen 100% dran, Lerner, da geht noch was, ja, da kannst du mehr machen, aber nicht inspiriert hat, weil er mir in den Arsch getreten hat oder so, sondern anhand von seinen Actions, das inspiriert die Menschen am meisten, wenn man sieht, wie andere arbeiten, und er ist eine Person, wo ich immer wieder gesehen habe, wie hart er gearbeitet hat, wie viel er macht, wie viel er für sein Team macht, wie viel er da ist. Ich denke mir manchmal, was kriegt der Typ in 24 Stunden alles hin? Ja, das ist zu crazy. So in Momenten, wo ich denke, ich bin voll müde, haut er auf einmal raus, ja, ich war voll kaputt und so weiter, aber ich brauche den freien Kopf, ich habe nochmal Go Live geguckt. Ich so, Digga, was ist denn falsch bei dir? Ja? Leute, es ist wirklich eine Person, die ich so krass bewundere und wertschätze, ja, und der einfach so krass rennt, tut, Hingabe hat, Passion hat, Power hat, ja, und ihr alle wisst, von wem ich spreche von dem lieben Finn, aber wir können so extrem dankbar sein, dass wir so eine Person bei uns hier im Team haben, von so einer Person lernen können, von so einer Person mit inspiriert werden, von seinen Actions, ja, von seiner Arbeit, und deswegen, Finn, ich würde sagen, ich gebe das Wort an dich, ich freue mich auf deine Punkte, die das Ganze noch ergänzen, Leute, ich sehe schon eins kommen im Chat, ja, ballert mal ein paar Achten in den Chat, Infinity ein bisschen unendlich, ja, für die unendliche Liebe, die wir für Finn haben, let's get it, Finn, Attacke, Feuers! Oh, let's go, Mann. Ich sehe auf jeden Fall die Leute am Start. Ja, Roberto auf jeden Fall am Mitfiebern, Justin, Jesse, Linda, alle auf jeden Fall am Start, Mann. Und Bro, ich sag dir eine Sache. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich sagen soll, weil du hast den Call so abgerissen, Mann. Es war extrem krass. Du hast mir eigentlich alles aus dem Mund geklaut, was ich auch sagen wollte, weil, boah, so echt heftig, Mann. Ich habe hier meinen 3 Seiten auch mitgeschrieben, obwohl ich den Part eigentlich schon kannte von Daniel Fire, habe ich es nochmal mitgeschrieben, weil ich habe richtig gefühlt deine Energy. Ich habe richtig in deinen Augen gemerkt, dass du es wirklich durchziehen willst. Und das finde ich heftig. Und ich bin euch ehrlich, am Anfang, als Lerner hat mir schon mal vor einem halben Jahr davon erzählt und ich war so, okay, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich will einfach jeden Tag ballern und keine Ahnung. Aber er meinte zu mir, Finn, just 90 days. Einfach 90 Tage, Mann.
90 Tagen wirst du nichts verpassen. In 90 Tagen wirst du nicht die krasseste Party deines Lebens verpassen. In 90 Tagen wirst du nicht den krassesten Kinofilm deines Lebens verpassen oder sowas. Ja, das heißt Just 90 Days. Und wenn ihr nach dem Part von Lerner nicht überzeugt habt oder wenn ihr euch nicht darauf geclosed habt, das wenigstens einfach mal auszuprobieren, dann schaut euch nochmal das Video vielleicht von Daniel Fire an. Gebt einfach ein in YouTube, Daniel Fire 90 Day Run. Ich sag euch, ich habe das bestimmt 5, 6, 7 Mal schon geschaut und es inspiriert mich einfach unfassbar krass, so, weil stell dir einfach mal vor, was wäre, wenn es funktioniert. Ja, was wäre, wenn ich wirklich innerhalb von 90 Tagen mein komplettes Leben, meinen kompletten Lifestyle, mein komplettes Mindset verändern kann? Was wäre, wenn das wirklich funktioniert? Weil ich finde es so crazy, er hat es mehrmals vorgemacht, Daniel Fire, diesen 90 Day Run zu machen, und überleg dir mal, du bist P5K-Level und nach 90 Tagen bist du Chairman 100-Level. Das muss man sich einfach mal geben. Ja, und das fand ich so crazy. Und deswegen eine Sache, die ich auf jeden Fall aufschreiben sollte, die ich mir auch noch mal fett auf mein Whiteboard geschrieben habe, und zwar, das gilt nicht nur für diesen 90-Day-Run, sondern das gilt eigentlich für jeden einzelnen Tag, und zwar think bigger, much sooner. Ja, denke viel, viel, viel größer, und zwar viel, 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 viel schneller. Ja, nur weil du gerade vielleicht gestartet bist, nur weil du vielleicht vor einem Monat, vielleicht vor einem Jahr gestartet bist, heißt es nicht, dass du es nicht verdient hast, jetzt aufs nächste Level zu kommen. Ja, nur weil du vielleicht gerade eine Downphase hattest, nur weil du vielleicht gerade einen Dropout hattest, nur weil du vielleicht gerade nicht die krassesten Ergebnisse erzielt hast, heißt es nicht, dass du es nicht verdient hast, jetzt aufs nächste Level zu kommen. Vielleicht war das gerade nur ein Test für dich. Ja, weil man sagt ja immer so schön, kurz vorm Level-Up wirst du am stärksten getestet. Und ich sage euch eine Sache, ich habe diesen Test dieses Jahr sehr, sehr krass gespürt. Und ich weiß jedes einzelne Mal, Gott testet, gibt mir nur ein Problem, um mich stärker zu machen, um aufs nächste Level zu kommen. Ja, und deswegen think bigger, much sooner. Denk viel größer, viel, viel schneller. Ja, weil überlegt euch nochmal, stellt euch vor, es funktioniert, und es ist auf einmal so, dass du so jeden Tag reisen kannst, wo du willst. Du buchst einen Flug, so ohne davor schon das Hotel gebucht zu haben. Ja, ich habe auch nicht gewusst, dass das funktioniert. Aber ich habe von Leuten wie Marvin, den Richard oder den Ilya gehört, so man kann einen Flug buchen, ohne davor das Hotel schon gebucht haben, sondern du buchst einen Flug nach Vegas und auf dem Flugplatz buchst du erst das Hotel bei Trivago, irgendwie die Suite oder was auch immer. Ja, und so sieht deren Leben mittlerweile aus. Ja, so sieht deren Leben mittlerweile aus. Du kannst ja aussuchen, in welches Restaurant du kannst. Und diesen Change in 90 Tagen, wenn man es wirklich ernst meint. Ja, und das ist halt crazy. Und deswegen, das hat mich so krass überzeugt, auch bei Daniel, weil der Typ bringt es auch einer geisteskranken Energy rüber. Das ist nicht normal. Und aber auch da habe ich am Anfang Struggles gehabt, weil ich sage euch ehrlich so, ich konnte mir am Anfang das nicht vorstellen. Wer von euch kann sich wirklich vorstellen, Chairman 100 zu gehen? Ja, also schreibt mal eine Einzelne in den Chat, wenn du es dir wirklich, wirklich, wirklich vorstellen kannst, jetzt Chairman 100 zu gehen. Ja, es gibt immer ein paar Coole, die es reinschreiben, ja, die dicken Eier haben, ich weiß. Aber ich sage euch ehrlich, ich konnte es mir bis vor, für mich war es, oder es ist immer noch schwer, mir es wirklich vorzustellen, Chairman 100 zu gehen. Ja, das ist, überleg mal, du bist Einkommensmillionär durch Network Marketing. Chairman 100. Überleg dir mal, das ist schon crazy. Und das war für mich auch crazy. Vor Barcelona, danke Chris, das war bei mir auch so der Change-Punkt, mir das wirklich vorzustellen. Aber Daniel Fire meinte da selber, ey, guck mal, er hatte auch diese Probleme. Für ihn war immer dieses Big Level, $10,000 im Monat zu verdienen. Das war für ihn immer so dieser krasse, lebensverändernde Punkt. Wenn ich jetzt 10K im Monat verdienen würde, ja, dann würde sich alles bei mir verändern. Und für ihn war das auch am Anfang unvorstellbar. Aber mittlerweile, oder er meinte dann einfach ein Mindhack, so brich dir dieses Ziel runter. Brich dir dieses Ziel einfach runter auf einer täglichen Basis. Ja, weil du kannst jedes Ziel, egal wie groß es ist, kannst du auf tägliche Actions runterwagen, ja, indem du dir einfach tägliche Ziele setzt, weil was die meisten Leute machen, was doch schon mal gut ist, wir haben alle unsere Goalkarten, ja, ich hoffe, ihr habt alle eure Goalkarten am Start, ja, wir haben da unser Overall, unser 3, 4, 5 Jahresziel, unser vielleicht ein Jahresziel, haben wir alle aufgeschrieben, und das ist doch schon mal nice, dass du weißt, wo du hin möchtest, aber was die wenigsten machen, ist, sich wirklich mal jeden einzelnen Tag ein neues Ziel zu setzen. Jeden Tag das Ziel zu setzen, die Prozente im Trading zu erzielen. Jeden Tag die Ziele zu setzen, mit so vielen Menschen zu sprechen.
Diese täglichen Ziele sind meistens noch viel wichtiger als dieses übergeordnete Ziel. Ja, weil du so jeden einzelnen Tag weißt, was passiert. Ja, und jetzt zum Beispiel auch in diesem 90-Day-Run, was Leander gerade meinte, so wenn du fokussier dich auf das, was du kontrollieren kannst. Ja, weil ich hatte auch, als ich zum ersten Mal von Leander davon gehört hatte, dachte ich mir so, scheiße, was ist, wenn ich jetzt diesen 90-Day-Run ankündige und keiner aus meinem Team macht mit? Niemand, ich bin komplett alleine. So, dann würde das ja voll den Bach runtergehen. Und da meinte er auch, hey, fokussiere dich auf das, was du kontrollieren kannst. Das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist, wie fokussiert bist du selber? Wie fokussiert setzt du die MMAs um? Nicht jemand anderes, sondern wie fokussiert machst du es selber? Das ist das Einzige, was du beeinflussen kannst. Das heißt, er meinte Leander gerade schon selber, so, wenn du jeden Tag anstatt mit 2 Menschen, jetzt mit 10 Menschen, jeden einzelnen Tag triffst, wenn du diese Entscheidung triffst, diesen 90-Day-Run zu machen, ja, was diese Entscheidung kann ich niemandem abnehmen, kannst nur du dir abnehmen, diese Entscheidung. Und dazu kannst du doch niemanden zwingen, weil es ziemlich heavy ist. Aber ich glaube, es wird es wert sein. Also ich habe es auch noch nicht ausprobiert, aber ich habe übelst Bock darauf. Und diese Entscheidung musst du selber für dich treffen, dass du dich nur darauf fokussierst, was du kontrollieren kannst. Und Daniel Fire meinte selber, er hatte dieses Ziel, er will jeden Tag mit 10 Menschen sprechen. Nach ungefähr 90 Tagen hat er mit 900 Menschen gesprochen. Und das Krasse, was er meinte, er hat am ersten Tag hat es geschafft, mit 10 Menschen zu sprechen. Am zweiten auch, am dritten, am vierten, am fünften und am sechsten auch. Aber ab dem siebten Tag hat er es nicht mehr geschafft, mit einer einzigen Person danach die letztlichen 90 Tage zu sprechen, weil sein Team sowas von on fire geworden ist, dass er es nicht mehr zeitlich geschafft hat, selber sich darauf zu fokussieren, mit neuen Menschen zu sprechen, weil sein Team gesehen hat, was er gemacht hat. Weil das könnt ihr euch aufschreiben, dein Team ist immer nur davon, ist immer nur, gibt immer nur so viel Gas, wie viel sie von dir inspiriert sind. Ja, die Aktivität in deinem Team wird bestimmt von deiner Inspiration. Und das ist einfach ein krasser Punkt, was ich verstanden habe. Und wenn du jetzt anfängst, auch wenn du schon ein Team hast und vielleicht gerade denkst, scheiße, was ist, ich habe Angst, dass mein Team nicht mit mir durchziehen wird, egal. Wenn dein Team sieht, was du machst, wird es genauso hinterherziehen. Und deswegen fokussiere dich auf die Sachen, die du kontrollieren kannst. Ja, und deswegen, Alan hat mich eben doch mal so heftig geglaubt auf diesen Run, was ich einfach übelst Bock habe, dass wir viel mehr Results orientiert sind. Ja, 90 Tage lang mal keine negative Energy, keine Bad Vibes. Ja, sondern einfach mal Fokus auf das Positive, einfach auf Resultate fokussieren. Und die dritte Regel, die Daniel Fire, die ich bei Leander noch ergänzen kann, ist, und zwar in Regel Nummer 3 ist, just go and get it. Ja, just go and get it. Ja, wenn du Angst hast, wenn du vielleicht um 3 Uhr nachts irgendwie nicht schlafen konntest so, und du auf deiner Facebook-Timeline bist und da siehst du vielleicht noch 5, 6, 7 Leute, die aktiv sind, just go and get it. Hau die Nachricht raus. Ja, wenn du schon Angst, so schon 3 Wochen oder schon 3 Wochen überlegst hast, soll ich diese Person anrufen? Just go and get it. Ja, in dem Moment, wo du darüber anfängst nachzudenken, wählst du die Nummer auf deinem Telefon und rufst die Person an. Ja, und das ist einfach wirklich crazy, wenn man das einfach umsetzt, diese 3 Regeln. Aber wie gesagt, wir werden noch mehr darauf eingehen und ich finde es so heftig, weil ich habe auch eben mit Gloria noch darüber geredet, so diese 90 Days, ich glaube, man kann das auf jeden einzelnen Bereich seines Lebens anwenden. Ja, weil ich habe mit Gloria eben darüber geredet, so seit Barcelona, ich habe auch so einen heftigen Fokus, nicht nur auf dieses Business, sondern auch auf Trading, auf Go-Live. Und wenn du dich wirklich fokussierst, jeden einzelnen Tag deine Steps zu machen, jeden einzelnen Tag deine Go-Live-Session zu schauen, fokussiert dein Trading-Journal zu führen, fokussiert deine Liste zu machen, so dann verändert sich so viel in deinem Leben, weil du einfach mal fokussiert bist. Ja, wenn du dich selbst beim Sport, gibt es Leute, die eine 90-Day-Run machen. Wenn du dich wirklich mal darauf fokussierst, 90 Tage diszipliniert deinen Ernährungsplan, 90 Tage diszipliniert deinen Trading-Plan durchzuziehen, was passiert? Dein Körper, deine Physiognomie und alles wird sich verändern. Ja, und deswegen kannst du das nicht nur aus Network anwenden, sondern das ist ein kleiner Abschnitt in deinem Leben, kann dein ganzes Leben komplett verändern. Ja, und das hat mich auf jeden Fall fired up gemacht und
Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll dazu, weil Leander hat mir eigentlich alles weggenommen. Es war extrem krass. Deswegen schaut euch wirklich dieses Video von Danny nochmal an. Gib es auf YouTube rein. Leander hat es gerade nochmal reingeschickt. Und Bro, ich bin extrem dankbar für diesen Call, weil das hat auch in mir nochmal dieses Feuer einfach, dieses Verlangen einfach, dieses Desire einfach. Und ich glaube nicht nur bei mir, sondern ich habe im Chat gesehen, Ali hat mir eben geschrieben, Bruder, Leander hat gerade den Call komplett auseinandergenommen. Und deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich auf dem Trading Bootcamp und ich habe Bock. Let's go. Don't you know? Don't you know?